dir? Gut, und selbst? Auch gut, schon lange nicht mehr gesehen. Und trotzdem wiedererkannt, oder? Guck mal, bevor wir anfangen, guck mal, was du bekommen hast. Ja, ich hab's gesehen. Voll schön. Voll schön, echt super. Kamerafrau, Eidosch. Kfz tut sich sehr schön. Also sehr nicht mal ich kriege sowas hier. Ich finde es sehr, sehr schön. Kannst du aufhängen auf jeden Fall. Ja, mache ich. Danke. Sehr Aber schön. Dankeschön nochmal. Danke. Ne? Hier vom Buddhan, die Frau war das. Hoschke, das war Kfz tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hinter mir steht dieser schöne V10 TDI, wo wir die ganzen Dichtungen erneuern müssen. Okay. Wir haben die Tube schon umgebaut. Die Dichtungen sind drin. Du siehst, wir haben ein bisschen auch sauber gemacht. Hier, der Ibo hat echt sehr schöne Arbeit gemacht. Wow. Aber wir haben noch ein Problem. Hier, die Schraube ist ja abgebrochen, ne? Das weiß ich noch genau. Ich habe nochmal hier versucht, das Ganze nochmal rauszuholen. Ich habe da versucht, nochmal zu schweißen und so. Ging nicht. Ich weiß, du hattest ja so mehrere Sachen probiert. Ja, jetzt mussten wir das Ganze durchbohren. Haben wir auch gemacht. Haben ein paar Bohrer kaputt gemacht. Ja, wir haben gebohrt mit 6,4 und dann 8er Gewinde. Jetzt passt das Ganze. Aber ich habe nur ein kleines Problem. Eidosch. Was denn? Das ist so ein Flansch, den schweißt man drauf. Also ich habe den Krümmer durchgebohrt. Ja. Was? Jetzt haben wir zwei Probleme. Es kann sein, dass der jetzt hier undicht wird. Wusstest du das nicht? Nein, ich wusste das nicht. Wie, du wusstest das nicht? Ich wusste nicht. Ich dachte, das ist ein Teil. Was? Ich baue jeden Tag eine V10-Motor aus. Und deswegen wusste ich ja, dass er eigentlich nicht durchbohren muss. Aber hättest du nicht dir überlegen können, ich darf nicht so tief gehen? Nein, aber ich habe gemerkt, wie die... Geräusche haben sich geändert. Ich so, warum hat sich das jetzt geändert? Und dann war ich schon durch. Weil die Bohrer von mir gedohlen. Gut. Deswegen, das ging ruckzuck hier. Hab so ein bisschen Magneten und so dran gehalten. Hab ein bisschen versucht rauszusaugen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Weil es ist ja so, hier AGR, aber hier ist sofort der Turbo. Das heißt, wenn hier Späne drin sind, dann schießt das sofort in den Turbo rein. Und was passiert? Da ist diese Abgasseite und dann kommt dann schön die ganze Späne rein. Und wenn da die ganzen Späne reinkommen, brauchst du ja nicht viel sagen, du brauchst auch kein Fachmann sein. Und dann ist der Turbo, den wir gekauft haben, schon im Eimer. Wir werden jetzt mit der Kamera einmal reinschauen und gucken, ob wir noch was haben. Kannst du nicht den Krümmer aufbauen? Natürlich kann ich den Krümmer aufbauen. Bevor da ein Mini-Spänchen reingeht. Du willst gar nicht wissen, was diese vier Dichtungen an diesem Turbo gekostet haben. Ja, aber was kosten die? Frag nicht. Hör jetzt auf. So, wir haben auch sogar Licht hier. Wow. Das Ding ist brutal. Da kannst du schön reinschauen. Es ist ja die weltkleinste Kamera. Wir haben den 8 mm durchgebohrt. Wir können einfach hier rein. Und dann schauen wir mal, ob wir hier Späne sehen. Mal sie auspusten? Nee. Das sind jetzt. Oder abziehen? Das sieht aus wie Späne. Ja, das sind echt Späne, ne? Oh. Was sagst du? Das heißt, viel mehr Arbeit als sonst. Lieber raus, als dass da jetzt irgendwas reingeht. Boah, ich fühle mich wie so ein Arzt. Das. Ja. Hast du so einen Sitz? Dann gucken wir mal, was unser Patient hat. Ne? Einmal muss aufmachen, bitte. Mit Licht. Stuhl. Ja, das ist was natürlich. Was ist denn los hier? Der muss ab hier und dann müssen wir gucken. Ich hoffe mal, das Gute dran, die Seite ist echt viel eingeölt. Ja, ich habe, das ist aber nur die Seite, ne? Die andere Seite brauchen wir nicht. Hier werden wir auf jeden Fall mit Induktion arbeiten. Hast du das schon mal gesehen, Induktion? Nö, nee, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Hast du noch nie gesehen? Ich weiß zwar, was Induktion ist, aber ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen. Okay, mache ich den hier nicht hier fest, oder? Ach so, du machst den so drauf und dann, Aldosch, achte, dann ist er fest. Aha, du fuchtelst da rum. Was hast du jetzt da befestigt? Ja, ich wollte nur gucken, ob die Schrauben noch fest sind. Hört man das? So, jetzt achte mal, machen wir mal die Schraube hier. Du hältst das so dran. Ich hoffe mal, dass wir hier kein Gewicht kriegen. Dann müsste diese Schraube, du siehst, guck mal. Du willst jetzt was haben? Der wird jetzt glühend heiß. Mhm. Ja, das ist jetzt leer. Das stinkt ja furchtbar. Ja, ist ja ganze Öl und so, ne?
Und wie lange muss man das machen? Ja, bis das glühend heiß ist. Mini-Heater ist das. Ach du meine Güte. Riecht das nicht? Probieren wir mal. Was ist das? Das müsste ein... Was ist das, ein 13er? Nee, das könnte sogar ein 12er sein. Das ist ein 12er. Ich bin mal gespannt. Wird das jetzt dadurch einfacher? Und so eine Art Schutz, damit solche Sachen nicht abbrechen? Oder wie muss man sich das jetzt machen? So ist es. Ich erhitze das, damit es ja nicht abbricht. Wie Öl, oder? Guck mal, wie gut der rauskommt. Ist ja nicht einmal jetzt irgendwie gerüttelt oder so. Nee. Okay, dann lass mal so probieren. Ja, okay, das ist. Okay, der geht jetzt auch, aber da sind noch Unterlegscheiben, ne? Was ist das denn hier? Komm, der geht auch. Ja, aber du hast ungefähr gesehen, wie das ungefähr aussieht. Ja, ja, klar. Also ja? Das kann man bei so hartnäckigen Sachen benutzen. Ja. Nicht schlecht. Ja, aber ich habe es mir lieber jetzt mal, weil so, ne, wenn du die hier abbrichst... Bei dem hast du das ja auch nicht gedacht. Dass ja, genau. Und wenn die hier abbrechen, ne, dann hast du ein Problem. Und die kannst du dann halt für Krümmerschrauben nehmen, für, ich sag mal, Auspuff und so. Das ist mal nicht schlecht, ne? Mhm. Habe ich noch nie ausprobiert, ich habe das schon lange gehabt. Ja, dann werden wir wieder Spaß haben, das Ding hier dran zu machen. Wir müssen mal gucken, dass wir das Ding schnell dran machen. Ja. Ja, dann können wir den wenigstens hier sauber machen. So. Ja, aber das hier müssen wir auf jeden Fall nochmal reinigen. Wow. Viele schreiben natürlich in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob die es wissen oder nicht. Bau das mal aus, guck dir die Nockenwellen an. Guck dir die Einspritzdüsen an, also der hat ja hier Pumpe-Düse-Elemente. Das könnt ihr natürlich bei dem nicht machen. Geht nicht? Nein. Warum? Weil die Dichtung ist in der Zylinderhaube fest integriert. Aha. Es ist quasi fast wie ein Teil. Das ist so zusammengeklebt oder gepresst, was wie auch immer. Das heißt, wenn du den einmal abmachst, du kriegst Dichtungen dafür. Okay. Aber die werden nicht mehr dicht. Da musst du die Ventildeckeldichtung erneuern. Und solche zwei Ventildeckeldichtungen mit Ventildeckel bei VW kostet das, glaube ich, um die 2.000, 3.000 Euro. Ja, also sogar mehr, sogar viel mehr. Oh mein Gott. Ja, und deswegen, das könnt bei ihr dem machen. Auto ist ja alles teuer. Das heißt echt, wenn ihr mal so ein V10 habt, wenn ihr irgendwann hier ein Problem habt mit Pumpe-Düse-Elementen, dann müsst ihr einen sauren Apfel beißen und dann müsst ihr gucken, dass ihr das irgendwie abmacht und dann irgendwie auch wieder versuchen, dicht zu kriegen. Ich finde das richtig schön sauber jetzt. Aber weißt du was? Das müssen wir jetzt eigentlich hier auch machen. Guck mich nicht so an! Ach, guck dir mal das an hier. Es ist jetzt alles dreckig, aber guck mal hier. Wie wunderschön. Ja. Also wenn ihr einen Kurbelwellensensor sucht, der ist hier auf jeden Fall, ne? Bei dem? Ja, müsste der sein. Also, oder ist das... Ne, das ist Kurbelwellensensor. Sicher? Nee, sicher bin ich bei mir gar nicht. Und wie sieht's aus? Ja, wir haben es jetzt schön sauber gemacht, haben innen drin ausgespült und dann sauber gemacht. Auf jeden Fall, da ist nichts mehr drin. Fällt. Boah, nee, also das geht auch genauso. Wow, warte. Den werden wir jetzt so festhalten hier. Genau, dann ist der fest. Ach, guck mal, das ist doch ein Trick hier. Das Geile ist, wir haben es jetzt tatsächlich so lange jetzt geschraubt und sind trotzdem nicht weitergekommen. Das ist jetzt eine halbe Stunde. Trotzdem nicht weitergekommen. Wir haben jetzt genauso, wie es jetzt ist. Ja, die Tores können wir jetzt nicht so einfach dran machen. Ja, dann müssen wir das zusammen machen. Dann morgen mit frischem Elan hier. Morgen machen wir die Turbos dran, die AGR-Ventile dran und dann geht's weiter. Okay? Okay.